Herzlich willkommen, wirklich herzlich willkommen, nicht nur Kunden, Freunde, Schauspieler aus allen Sparten, aus allen Richtungen. Das Jahr 2018 geht zu Ende, Es sind nur noch weit über 45 Tage, dann haben wir erstmal Weihnachten und dann Neujahr, wie immer. So, da ich momentan eine Idee habe und die Idee heißt nun mal nicht nur Star Wars, sondern auch einen eigenen Film zu machen, so um die 20 Minuten, ein Festivalfilm. Ich hatte euch ja gesagt, der Filmtag in Dortmund ist in jedem Jahr und der Dortmunder Filmclub ist schon 79 Jahre alt und weit über 100 Jahre ist halt der Club selbst alt und der ist 1927 geboren worden in Berlin und dann hat er sich in allen 16 Bundesländern festgesetzt als Untergruppen, Clubs, Vereine und so weiter. Und da ich so sehe, dass so Clubs und Vereine wie auch Star Wars ein bisschen stagnieren, hätte ich jetzt einen tollen Film machen können über Star Wars. Vielleicht mache ich das und mache daraus einen tollen Film und reiche den dann in so einem Festival ein. Ich habe heute Morgen noch mit Prashant gesprochen, der da sein Fest feiert. Wo diese bunten Farben und alles. Ich habe ihn gefragt, ob er Interesse hätte, dass ich einen Film über ihn mache, über Prashant, und dann diesen Film dann einreiche. So, es sind halt ganz viele Schauspieler hier, aber viele sind zu weit weg und die Honorare, die bezahlt werden müssen, müssen ja auch so sein, dass sie irgendwie, ist eine Art Spende, auf Deutsch gesagt, weil dieser Film ein nicht kommerzieller Film sein wird, der da vielleicht über Star Wars oder halt über Prashant oder über einen anderen Schauspieler. Sollte sich einer angesprochen fühlen, ihr wisst, wo ich bin, sollte sich ein Schauspielschüler aus Bochum oder aus der Stadt Essen sich angesprochen fühlen, kann er sich halt melden. Grüß euch, hallo! Es kam gerade ein Star Wars Fan, ich fand es stark, dass er errötete, also er ist rot geworden, weil er Star Wars Fan ist und so weiter. Ihm gefiel zum Beispiel 8, dem anderen gefiel es halt nicht, Han Solo hat er nicht gesehen, ne? Können wir auch drüber philosophieren. Star Wars macht immer Spaß, also mit Star Wars drüber reden und so weiter macht Spaß. Also ich überlege mir jetzt zwei Sachen. Ich möchte einen Filmfestival-Film machen, 20 Minuten, vielleicht mache ich ihn über Star Wars, mal schauen. Oder halt mit einem Schauspieler zusammen. Fühlst du dich angesprochen? Wie gesagt, recall mich und wir können dann nicht nur über Star Wars sinnen oder halt über dich selbst als Schauspieler. Wie gesagt, Prashant habe ich angesprochen, ein indisch-deutscher Schauspieler, der bei RTL schon bei Action Concept zu sehen war, die Alarm für Cobra 11 machen, diese Autobahnpolizei. Hatte ja mal eine ganze Folge für sich gehabt, dann konnte man ihn beim ZDF ARD sehen, man konnte ihn Werbespots sehen und so weiter. Also wie gesagt, über irgendeinen tollen Schauspieler würde ich sehr gerne einen 20-minütigen Film drehen, den auf einem Festival zeigen und hoffen, einer der 20 Besten unter den 20 Besten zu werden. Habe ich ja schon philosophiert, ihr müsst halt euch irgendeinen Videoclip aussuchen. Heute mache ich nochmal so einen Videoclip, weil ich ein nettes Gespräch mal wieder aus der Hamburger Sektion hatte, der auch feststellen musste, dass sein Lieblingsgeschäft schließt. Gut, der Mann ist 70, könnte man sagen. Ja, aber ich muss unterbrechen, es geht immer weiter hier. Die Star Wars und die Sache nennt sich ja die Plauderstunde. Ihr seid jetzt hier wieder in der Plauderstunde, obwohl ich sehr viel zu tun und sehr viel zu arbeiten habe. Aber ich gönne mir solche Videoclips, indem ich die herstelle. Ich weiß nicht, wie lange es ja noch ist mit YouTube und so weiter, weil die EU mit ihren Verordnungen alles zerstört. Die EU mit ihren Verordnungen zerstört wirklich alles. Ich kann nur die Kinder aufrufen, die Jugendlichen aufrufen. Ihr müsst es mal langsam ändern. Ihr müsst mal sagen, ey, es reicht uns. Das ist unsere Zukunft, die ihr hier kaputt macht. Die Zukunft unserer Eltern habt ihr schon kaputt gemacht. Ja, aber welcher Jugendlicher und welches Kind will da die Frau Merkel ins Kreuzfeuer nehmen? Da sind wir also wieder beim Thema Star Wars mit Kreuzfeuer und die ganze Geschichte
1 bis unendlich wird Star Wars durch Disney jetzt in Szene gesetzt, wissen wir alles. So, wie gesagt, ich bin momentan bei den Rebels. Ich bin froh, dass ich alle 4 Staffeln jetzt habe. Werde jetzt fröhliche Weihnachten erleben, indem ich mir die 4 Staffeln so richtig kontinuierlich mir anschauen kann, auf ziemlich großer Leinwand und guter Tonqualität, ohne irgendwelchen Pausen, Werbeclips oder sonstigen störenden Momente. Ich will Star Wars genießen, ich will mein Leben genießen und ich möchte an sich alles genießen, was ich so mache. Ich genieße auch solche Videoclips, ich genieße auch eure Kommentare und ich genieße auch, dass 1 bis 3 sich die gerne anschauen. Es sind sogar viele Kunden dabei, die dieses gerne sehen und mich gefragt, warum machst du nicht weiter? Natürlich mache ich weiter, aber ich weiß natürlich nicht, ob YouTube da weitermacht oder die anderen Plattformen. So, es gibt natürlich Plattformen, die richtig Geld nehmen, wie Vivenco, kostet 360 Euro im Jahr, um seinen Videoclip dort niederzulegen. Das sind aber alles Firmen, die das machen. Ich bin auch eine Firma, das ist richtig, aber ich stelle ja nicht her. Ich produziere ja nur. Das heißt also, ich bearbeite die Aufträge. Man sagt mir, du, könntest du, möchtest du hier, so viel habe ich über. Und dann wird das durchkalkuliert, wird gesagt, gut, können wir machen, ausnahmsweise. Rabattieren wir diesen Auftrag und dann können wir den durchziehen. So. Und jetzt sitze ich hier vor laufender Kamera und möchte einen eigenständigen Film machen, vielleicht über Star Wars oder an sich über dich, über den Schauspieler, der du bist und dich dann in Szene setzen, richtig toll, schön in Szene setzen von 20 Minuten. Ich habe ja gestern noch einen super Beitrag angeschaut, einen Western aus Dortmund. Ein Western aus Dortmund, muss ich sagen, Dortmund macht mir langsam Spaß, weil in Dortmund so viel gemacht wird. Da gibt es halt diesen 79 Jahre, sagen wir mal, rund, also nächstes Jahr, 80 Jahre alten, oh wirklich, 80 Jahre alten Filmclub, den Dortmunder Filmclub, und der gehört zum BDFA, und was die da leisten und was die da machen, das ist so sehenswert. Also jedenfalls für mich, der Filme mag und nicht nur bei YouTube guckt oder Vivenco, die anderen gibt es ja halt nicht mehr, aber halt bei den Datenträgern wie Clipfish, MyVideo und wie die alle noch, sollten die noch geben, nach diesem Urteil Artikel 13 oder Paragraph 13, was die EU da auf den Weg bringt, wird also eine Menge zerstören. Also ihr müsst ja auch sehen, viele Videoclips werden ja auch gemacht aus Spaß. Ja, man spricht ja auch aus Spaß über Star Wars. Man spricht ja auch über Filme, über Filmautoren, über Schauspieler aus Spaß etc. pp. Denn ich will euch ja nichts verkaufen. Das ist kein Verkaufsvideo. Ich gehöre nicht zu WebGear. Das ist eine Verkaufsfirma, Game Stores und Filmpool und was weiß ich, was die da alle haben. Das ist eine 10 Millionen große Organisation, wo solche Clips auf den Weg gebracht wird. Also das heißt, also irgendwann seht ihr nur noch WebDia, das ist eine wahnsinnig große Familie, die da Werbeclips machen, euch informieren über Games, also richtig fett Geld verdienen, die euch dann den Spaß nehmen werden, über Star Wars zu philosophieren, über euch selbst zu philosophieren oder die ganzen Mädels und ne, Jugendlichen da, die da mit Kosmetik rumhandeln da, oder die ganzen liebevollen Katzen und Hunde und Tiervideos, das wird es dann alles wohl nicht mehr geben, und wenn, dann vielleicht als Marktlücke, dass man das dann einer Firma einreichen muss, was weiß ich, für 10, 20, 25 Euro, also man muss seinen eigenen Videoclip bezahlen, damit die Rechte nehmen, die Rechte prüfen und dann online stellen. Da macht das keinen Spaß. Also 1995 hat es richtig Spaß gemacht, mit der Cebit das auf den Weg zu bringen, das, was wir jetzt hier machen. Und mit ICQ, wer sich daran erinnert, oder Skypen, das hat irgendwie auf irgendeine Art Spaß gemacht. Man ist mit sehr vielen Jugendlichen in Köln aufgetreten, mit Kameras und alles. Es hat schon richtig Spaß gemacht. Ich muss so. Noch warten, die haben mir keinen Returnschein geschickt. Heute ist mal wieder was los. Viele Sammler sind da, die da Gremlins oder andere Figuren da sammeln. Und da ist ein tanzender Gremlin, wer den Gremlin noch kennt, ne? Gib ihm bloß kein Wasser nach Mitternacht. Ja, der tanzt halt nicht, also muss er eingeschickt werden. Wie das so ist, bei Amazon gibt es halt Firmen, da muss man halt 10, 20 Euro leider Porto bezahlen, weil es dann irgendwo nach UK oder USA geht, und das ist halt so. Na, aber egal. Also Star Wars ist ein amerikanisches Produkt, vielleicht mache ich darüber einen Videoclip und reiche den dann ein, muss ich mal gucken.
weil ich bin ja lang genug dabei gewesen. Und ich würde mich natürlich freuen, mit einem Schauspieler zusammenarbeiten zu können. Bei den Preisen und so weiter muss man sich unterhalten, umsonst soll es nicht sein. Der Film ist leider ohne Geld, das heißt also, der Film wird eingereicht und hofft, einer der 20 zu sein, der dann an so einem Filmtag dann läuft, in einem sogenannten Filmfestival. Gestern noch mit einem Dortmunder, ein Western, der da in Dortmund gedreht worden ist, der lief natürlich über ein anderes Festival, gibt ja verschiedene Festivals, und gehört also nicht zu irgendeinem Dachverband, wo es um nicht Geld geht. Es gibt ja auch halt Freunde von Foto und Film, die halt kein Geld damit verdienen, sondern es aus Hobby machen und Spaß dran haben, in einem Clubverhalten, in einem Vereinsverhalten dort ja, seine Sachen zu zeigen und zu sprechen, und das macht ja auch viel Spaß. Und so macht es ja auch viel Spaß mit Star Wars, Star Wars Club, Star Wars Vereine und so weiter. Nur bei Star Wars, das ist nochmal ein Produkt, das ist ein bisschen heftiger, das Ganze. Da driftet so langsam aus. Wenn man sagt, es geht so über in die nächste Generation, ja, in die fast fünfte Generation. Der eine spielt noch mit Playmobil und dann, oh ja, bleibt bei Playmobil, dann ist plötzlich das Star Wars verrückt. Ja, also passt nicht, weil Star Wars ist nicht Playmobil, sondern mit Lego verbunden. Ja, und all solche Sachen. Also im Jahre 2019 Ende, jetzt heute in einem Jahr, dann machen wir natürlich eine Wahnsinnssendung. Dazu lade ich natürlich sehr viele ein. Und da werden auch einige Exponate gezeigt werden. Ob es klappt, weiß ich nicht, aber ich kündige es jetzt mal an. In 12 Monaten, da fließt noch sehr viel Wasser den Rhein runter und der Ruhr sowieso. Mal schauen. Also wie gesagt, der Aufruf läuft im Raume Nordrhein-Westfalen. Einen tollen Film zu machen über einen Schauspieler, den Weg eines Schauspielers, so war die Idee. Ich habe da mit Bölke schon gesprochen, aber der dreht gerade so einen Kriegsfilm, hat mir auch einige Kriegs-Shortcuts bei YouTube gezeigt. Also es wäre sehr schade, wenn YouTube sterben würde, wenn wir dort nicht mehr unsere Sachen platzieren könnten, wenn man uns das nehmen würde. Vielleicht kommt ja mal eine neue Plattform, aber wenn die EU solche Sachen da macht, dann macht das keinen Spaß. Ich kann nur sagen, wer sich veröffentlicht oder wer ein Selfer ist, also der sich selfmäßig da und so weiter, dann muss er damit leben. Er hat sich veröffentlicht und so, er kann dann nicht sagen, er muss dann selber die Sperre einsetzen. Also es müsste an sich eine Selbstsperre kommen, dass es nicht funktioniert, dass ein anderer das adaptiert und eine bessere Sache daraus macht und dadurch sogar Geld verdient. Ja? Bei YouTube Geld verdienen, das ist so eine Sache. Da müsste auch irgendwie gehandelt werden, wie zum Beispiel eine Plattform, wo wirklich nur User drauf dürfen, die kein Geld verdienen wollen, die dann halt Shortcuts, kleine Minifilme oder große Filme implantieren, aufsetzen und uns zeigen, ob sie nur Musiker sind, Musical, Musik, also Künstler aller Sparten, machen wir es kürzer, also Künstler aus allen Sparten, die sich dann da irgendwie verdingen und dann auf die Plattform gehen, um uns zu unterhalten. Ja? So, und wenn einer uns unterhalten möchte, freiwillig, dann soll er das auch freiwillig tun oder halt sagen, ich will euch unterhalten für Bares. Ja? So, und solche Sachen sollten auf den Weg gebracht werden. Es sollten also Plattformen auf den Weg gebracht werden, die Bares bringen und Plattformen, die Spaß bringen. Mehr brauchen wir doch gar nicht, aber die EU halt ist so, wie die EU ist, zerstört, so wie bei Star Wars Disney mittlerweile eine Spaltung erzeugt hat, die wir so nicht hatten. Ne? So. Ach, ich gönne mir noch mal eben so eine Pause und spreche in die Kamera rein. Also ich habe sehr, 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 sehr viel zu tun. Es ist wieder Weihnachtszeit und ich hatte auch gerade welche, die gerne andere Figuren mögen, wie die Assassins-Figuren. Ihr wisst ja, Ubisoft, gleichnamiger Game. Und ja, ist halt so. Nicht immer Star Wars. Also bei Star Wars ist halt ein bisschen Ruhe eingekehrt. Wie gesagt, ich hatte doch einen Star Wars-Kunde. Und wie gesagt, der ist errötet, weil er Star Wars-Kunde war, weil die Freundin zu ihm sagte, du bist doch Star Wars-Kunde. Star Wars liebst du doch. Keine Ahnung. Ach, fand ich herrlich. Also einige erröten sogar, weil sie Star Wars-Fans sind. So, wir hier im Kreise... manchmal meint man auch, wir hätten gar keinen November, Dezember, so schön ist es da draußen. Die Sonne lacht.
Ach herrlich, wir haben so richtig schönes Wetter, obwohl meine Uhr hat mir gerade gesagt, dass es ein kleines Unwetter kommen wird. Also schätzungsweise wunderschönes Wetter und abends oder nachts, rabumps, haben wir dann wohl schlechtes Wetter. Halt so wie bei Star Wars. Ne? Einmal, wow, Star Wars, wow, und dann, Star Wars, Also wie gesagt, Star Wars ist halt ein bisschen durcheinander. Ich freue mich jeden Samstag um 9.30 Uhr beim Frühstück, mir die wenigen Minuten von Resistance anzuschauen. Wie gesagt, und dann schaue ich mir wieder Rebels an auf Blu-ray und ja, finde ich so kontinuierlich halt. Es macht mehr Sinn, macht mehr Spaß, weil immer warten, bis eine Folge kommt. Ich muss jetzt immer 6 Tage warten, dass ich dann ein Stückchen Resistance schauen kann. Ich könnte mir auch die Originalsache bei YouTube anschauen, in voll in Englisch, aber wenn, dann will ich das in Deutsch genießen. Ich habe jetzt kein Interesse, jetzt bei Resistance nachzuforschen, was geht denn da jetzt ab und was geht nicht ab. Weil er macht ja einen da auf Techniker und ist überhaupt kein Techniker, ist überhaupt noch nicht mal ein richtig guter Flieger. Ja, ich meine, mit einem voll funktionstüchtigen Flieger, der X-Wing oder was er sich da aussucht, kann man natürlich fliegen, ist klar. Aber er kriegt ja immer Schrottmühlen und ja, dadurch hat er Pech. Er lernt natürlich auch Leute kennen bei Resistance, die ihn dann halt auch in so kleine Fallen dupsen lassen. Hat er natürlich auch wieder. Er lässt auch sehr viele Maschinenteile mal eben ins Meer plumpsen, dass es da wieder rausgeholt werden muss. Also ist gewöhnungsbedürftig. Das hat jetzt nichts mit unserem Alter zu tun. Ich hatte ja, wie gesagt, gestern ein Gespräch mit einem 47-Jährigen. So ein bisschen. Ja, er schaut es ja, weil sein Kind schaut es ja auch. Aber das Kind mag mehr Playmobil. So ist es halt. Da ist er jetzt bei Playmobil. Habe ich mir auch angeschaut. Ich habe mir gesagt, was schaust du dir da an? Ist okay. Wie gesagt, ich lasse mich ja unterhalten. Ne? Also ich drehe ja nicht nur selbst Filme, sondern ich möchte auch, wie gesagt, unterhalten werden. Ich habe nur gerade hier so einen Wahnsinnsauftrag drauf. Ich muss jetzt 10.000 Bilder laufen. Also 10.000 verschiedene Bilder, die sollen... Ja, also daraus soll jetzt was werden. Und deswegen nehme ich mir gerade hier Pause, weil das ist ein bisschen viel. Ich habe jetzt überall die gesamten Timelines hier auf. Ich habe auch da einen speziellen Auftrag laufen. Also wir sind schon Multitask. Das heißt also, wir können schon gleichzeitig unsere Kunden bedienen, deren Wünsche. Wir können gleichzeitig noch im Studio arbeiten, da die Wünsche verarbeiten und dann hier noch die Überspielungen aufzeichnen, das Scannen von Bildern. Und daraus Themen machen, daraus Filme machen. Und wenn ich so bedenke, die Uhrzeit, die ich da vor mir sehe, wow, bin also schon sehr lange dran. Darum wollte ich das nochmal so auf den Weg machen. Das ist die sogenannte, das sind die Clips der Plauderstunde. Wir reden hier über alles, was so tagtäglich passiert. Wie gesagt, sind ja nochmal Figuren hier und all solche Sachen. Und dann macht das schon Spaß. Es macht halt Spaß. Und wenn man dann leuchtende Augen sieht, ist klar, wenn so eine Figur da über die Ladentheke geht für 45 Euro und ich gucke da mal bei Amazon, wie viel hätte ich denn da nehmen können, steht da mal eben 189. Hammer, ist halt so. Na, alle werden halt nicht verkauft. Ich habe da jetzt eine Figur, die hat mal 49,95 gekostet, diese Figur bei Amazon, keine Ahnung warum, weil Weihnachten ist. 539,95, also gebe ich die nicht ab, Feierabend, bleibt da stehen, ist klar. Ja, wir sind zwar, wir sind kein Figurenhandel, das ist also so eine Art Beiwerk für gute Kunden, die das dann ziemlich günstig bekommen, weil die Assassins-Figuren sind halt auch nicht immer alle so günstig, das ist eben so. Und ja, nicht nur Star Wars, also Star Wars sprengt ja auch hin und wieder den Rahmen, was da aufgerufen wird für eine Figur. So, wir sind wie gesagt Filmemacher, ich würde mich tierisch freuen. Vielleicht mache ich eine Abhandlung, 20 Minuten über Star Wars oder halt mit dem Schauspieler, wenn er Zeit hat, also er sieht halt diesen Videoclip und sagt immer, ich habe Zeit, lass uns da sowas machen, so einen 20-minütigen Film, der auf ein Festival kommt und dann drücke ich dir die Daumen, dass du unter den 20 Besten kommst und den Willi bekommst, dann kriegt der Schauspieler natürlich auch den Willi. Ist ja klar, weil er ist ja dort zu sehen. Gut, der eine Kollege hatte den Ziel. Der Ziel ist natürlich nicht extra vorbeigekommen, hat sich den Willi da abgeholt. Das ist klar. Ziel war aber eine zu hohe. Da gab es schon den Grimme-Preis. Also,
da hat mit sowas, also da kann er sich schon mal glücklich stellen, dass er den Grimme-Preis bekommen hat für so eine tolle Geschichte, 20 Minuten, dieses Musical von Seal. Also, man, also kann er sich glücklich schätzen. So, und da gibt es natürlich keinen Amateur-Willi, ist klar. Ne? Der Amateur-Willi hier, der kriegt, den gibt es hier jedes Jahr in Dortmund und ich hätte gern einen, bevor das alles nicht mehr gibt. Ihr wisst ja, Vereine sterben, Clubs sterben, ne? Ist halt so. Ich bereite, wie gesagt, da so einen AV-Dialog-Film jetzt vor, für AV-Dialog-Mitglieder und mache den jetzt lebendig, den, die Bilder. Die Bilder werden jetzt lebendig und ja, mal schauen, was er dann mit diesem Filmchen dann macht. Ja, so ist es. So, ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, ein bisschen Pause, deswegen habe ich den Clip jetzt hier fertig. Ich wünsche euch was total recht herzlich. Also wie gesagt, schaut euch Rebels an. Resistance, naja, und dann warten wir mal. Heute in einem Jahr sehen wir dann E9 und dann machen wir natürlich wieder so eine wahnsinns tolle Geschichte, ist ja wohl klar. Und wenn einer Lust und Laune hat, kann er das auch machen. Hallo, Grüße, lange nicht gesehen, aber wieder erkannt. Jawohl. Die Plauderstunde Star Wars und allgemein geht jetzt zu Ende, meine sehr verehrten Damen und Herren und Freunde und vor allen Dingen Kunden, die solche Clips hier sehen. Also dem Star Wars Club, Eisenbahn Club und Filmclub ist, oh Mann, ist richtig was los. Ja, ist richtig was los. Also wie gesagt, Feierabend, 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 bis Star Wars noch lange nicht. Feierabend jetzt halt, ja, keine Ahnung, was er da treibt. Wie gesagt, ich habe sehr viel zu tun im Moment und noch einmal, noch einmal, noch einmal. Vielleicht mache ich einen Star Wars Film, Dings, Bums, da und reicht den ein, mal schauen. Am liebsten halt mit Schauspielern irgendwas Schönes machen und das dann einreichen in den sogenannten Filmtag im Jahr 2019. Also bis dahin, also ich sehe da nur, dass da irgendwie das Gerät da am Arbeiten ist, weil, wie gesagt, sehr viel zu tun und ja, Star Wars war so genial. Der eine bekam so einen roten Kopf, weil seine Freundin, ey, du bist doch Star Wars Fan hier, guck mal, hier gibt es sogar Tassen und so. Der hatte so einen Kopf. Und dann sag ich, was ist da in Ordnung, du bist halt Star Wars Fan, ja. Absoluter Star Wars Fan, also wie gesagt, so einen Kopf gehabt. Und ihr seid natürlich herzlich willkommen beim Star Wars A bis Z. Star Wars A bis Z ist alles drin. Der eine mag es, der andere mag es nicht und der andere ist total involviert. Der andere ist sogar Kundenträger etc. pp. Und das ist eben so. Und da muss man halt durch. Genau. So, was wollte ich gesagt haben? Richtig. Star Wars. Star Wars, die Legende. Star Wars, eine Geschichte von Skywalkers. Von Anakin Skywalker. Der von Obi-Wan Kenobi. Nein. Von niemand anderem. Genau. Aber Obi-Wan Kenobi hat ihn nachher ausgebildet, weil Qui-Gon Jinn ist leider verstorben und Qui-Gon Jinn hatte festgestellt, hier stimmt doch was nicht mit ihm und so und er hatte halt festgestellt, es könnte sein. Und gut, kann man da hinstellen lassen oder einfach nur laufen lassen. Das Ganze war halt so richtig durch diese Sprungmarken hin und her und ist eh kein richtiger Fluss entstanden, die halt im europäischen Universum, im erweiterten Universum des Star Wars fungieren, arbeiten, unterwegs sind, auch die Hörspiele, wo auch Song mit eingearbeitet wurde und so weiter und nachher zum Schluss so in die Ordnung rein, damit man überhaupt wusste, wieso, weshalb, warum, woher kommt denn das Ganze. Ja? Das ganze Rebellentum sind ja keine richtigen Rebellen, irgendwie, irgendwo bei Han Solo zeigte man, die Rebellion beginnt, kommt zu uns, helf uns, nee, ich mach da weiter. Also Han Solo, alles, also es kann sein, wenn wir Glück haben, wird Han Solo vielleicht doch irgendwie weitergemacht von irgendwelchen Spezialisten, damit aus der ersten Charge, die nicht so, ne, also 4,8 Millionen hat man ja erst geschafft, das Ganze, also man hat das Geld auf eine Art wieder, ein bisschen Rendite. Und wenn die richtigen Filme kommen bei Star Wars, dann wird das ja schon klappen. Nein, nicht Millionen, die haben Milliarden gemacht. Also 4,8 Milliarden hat Star Wars jetzt schon eingespielt. Sagen wir einfach mal, 5 Milliarden hat Star Wars jetzt. Also sie haben jetzt eine Milliarde über und ist halt noch nicht in trockenen Tüchern. Deswegen wankt das Ganze, ist klar. 4 Milliarden da ausgegeben, um es zu kaufen. 5 Milliarden erst eingespielt, also
hat ein bisschen, also innerhalb von drei Jahren, hat es da sich so ein bisschen hochgeschaufelt, das Ganze, aber so richtig hat es noch nicht gewirkt. Ist auch egal. Diese sind Zahlen hier aus dem Netz, ob die jetzt gestimmt haben, weiß ich nicht. Also 5 Milliarden, also ist nicht viel. Und man hört auch von George jetzt nichts. Von Kennedy hat man gehört, dass die bis 2021 erstmal schon mal weiter unterschrieben hat. Also bis 2021 auf jeden Fall wird Star Wars uns begleiten. Ja, das Problem an der Geschichte ist halt, wenn Star Wars bzw. Skywalker zu Ende ist. Wenn die Skywalker-Sage zu Ende ist, sind 3x3 und 2 extra Blöcke, ne? Rogue One und Han Solo damit eingeflossen. Dann die ganzen Hörspiele, wer sie sich angehört, kommt dann auch schon ein bisschen näher heran an dem Ganzen. Wer jetzt Resistance sich anschaut, kommt dann so ein bisschen in die Ordnung rein, was da so los ist in der Galaxie. Und bei Rebels ist klar, das ist nochmal so richtig aufgemengt worden, das Ganze. Ja, und diese Destiny bei YouTube, diese Mini-Folgen, da konnte man auch sehen, wie ist Leia zu ihren Sachen gekommen, ja. Und bei den Ewoks und das Ganze, ja. Und es muss sich alles angeschaut werden. Wir müssen uns wirklich alles anschauen. Und wenn wir alles angeschaut haben, ja dann endlich haben wir Star Wars auf eine Art verstanden. Wie gesagt, erweitertes Universum ist was komplett anderes. 1333 ist ein Hauch von nie gestartet. Und demnächst die Realserie, wo sie kräftig dran am Arbeiten sind. Mario Klana, also dieses ganz andere, also die ganzen Kopfgeldgeher und Soldaten und was weiß ich nicht alles. Also ein Zeitsprung, also deswegen A bis Z. Also man kann philosophieren, man kann abschalten, man kann zensieren, ja. Man kann sagen, gut oder nicht gut, Star Wars ist für alle da. Also wie gesagt, ich mache jetzt erstmal Schicht im Schacht hier. Ich denke mir sicherlich vielleicht zum Ende hin nochmal im Dezember vielleicht was aus. Muss ich schauen, kann ich so nicht versprechen. Vielleicht drehe ich auch einen diversen Star Wars, Star Wars Geschichte, die dann auch auf Festivals läuft, so 20 Minuten. Muss ich mal schauen. Jedenfalls lasse ich euch daran teilhaben. Ihr könnt mitmachen oder sein lassen. Ihr könnt erscheinen oder auch nicht. Ich sage, jeder ist irgendwie von A bis Z herzlich willkommen in der Welt von Krieg der Sterne. Ja, also ich hau jetzt ab. Ciao.